Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie man ein Bild und einen Text mit GIMP erstellt. Wir beginnen mit einem neuen Projekt, also Datei 9. Die Breite nehmen wir 1008 und die Höhe 560 und dann drücken wir auf OK. Jetzt holen wir das Bild als Ebene. Mit diesem Werkzeug versuchen wir das Bild zu verschieben, wie wir das haben wollen. Und jetzt mit diesem Werkzeug schreiben wir unseren Text. Mit dem Werkzeug versuchen wir nochmal genau unser Text zu verschieben, wo wir das haben wollen. Und jetzt auf diesem Ebene drücken wir Auswahl aus Alpha-Kanal. Und dann invertieren wir die Auswahl. Und jetzt drücken wir auf die Taste Entfernen. Und verschieben wir unsere Textebene nach unten. Und dann Auswahl Mix. Wir haben geschafft. Ich hoffe, euch geholfen zu haben. Sie können mich gerne abonnieren und bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.